Hast du schon einmal eine Waffe in der Hand gehabt oder mit einem Gewehr geschossen? Und was hat diese Frage mit der Ausstellung Verbundene Spuren zu tun? Das erfährst du in der heutigen Folge. Mein Name ist Doreen Trittel. Ich bin Künstlerin und Impulsgeberin. Hallo, hast du mich erkannt? Das bin ich, da muss ich ungefähr 13 Jahre alt gewesen sein. Und das war ungefähr 1987. Und dieses Foto ist Teil einer Installation, die ich in der Ausstellung Verbundene Spuren gezeigt habe. Die Installation heißt Schießen für den Frieden. Und diese habe ich in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar der erste Teil geht in die Vergangenheit und beschäftigt sich mit der militärischen Erziehung von Kindern, ja, also einer ganzen Gesellschaft von Kindesbeinen an. Und der zweite Teil, der geht dann in die Veränderung. Aber dazu später mehr. Ein Kind in den 80ern. Es sind private Fotografien, wie sie aus vielen Fotoalben sein können. Daneben prangen Kugelfangkästen aus schwarzem Metall. Sie dienen beim Schießen als Halterung für die Zielscheiben und als Auffangmöglichkeit für die Kugeln. Hier sind es originale Zielscheiben mit Einschusslöchern, die von diesem Kind stammen. Handgranaten und Wurfgranatenweitwurf gehörten als sportliche Disziplinen in den Schulunterricht. Manöverübungen fördern den Wettkampf und Zusammenhalt der Kinder. Im Ferienlager antreten, im Gleichschritt marschieren und singen, durch den Sand robben, über Sturmwände klettern und mit dem Luftgewehr schießen. Es ist eine Gesellschaft, in der die Militarisierung von Kindesbeinen an propagiert wird. Diese Zielscheibe gehört zum zweiten Teil meiner Arbeit, Schießen für den Frieden. Im ersten Teil schaue ich hier zurück und mache deutlich, wie krass es ist, in einem System aufzuwachsen, in dem es ganz normal ist, als Kind schießen zu lernen, durch den Sand zu robben oder im Sportunterricht mit Handgranaten und Wurfgranatenattrappen Weitwurf zu machen. Ja, als Kind war das für mich ganz normal. Rückblickend finde ich das schon ziemlich krass. Und im zweiten Teil habe ich mir die Zielscheiben zur Hand genommen. Ups, ich ziehe sie mal hier raus. Und ja, zweckentfremde sie sozusagen und habe sie mit verschiedenen Mitteln bearbeitet. Und eine Auswahl davon gab es auch in der Ausstellung Verbundene Spuren. Im zweiten Teil dieser Arbeit wende ich mich den Zielscheiben zu und gestalte sie mit kreativen Mitteln. Dabei lasse ich die Schatten der Vergangenheit mitspielen. Dadurch erlangen sie eine neue Form des Ausdrucks und Wege der Wandlung. Gleichzeitig fließen aktuelle gesellschaftliche Strömungen mit ein. Der Teil 2 dieser Arbeit beschäftigt sich in der Veränderung oder liegt in der Veränderung der Zielscheiben. Diese Arbeit umfasst inzwischen
mehrere Zielscheiben. Ich habe damit 2016, 2017 begonnen und immer mal wieder kommen neue Zielscheiben hinzu. Diese Arbeit Schießen für den Frieden findest du auch in unserem Katalog. Ich gebe dir einen kleinen Einblick. Den Katalog habe ich dir in einer anderen Folge schon vorgestellt. Klick dich da gern hinüber. Ansonsten, wenn du ihn haben möchtest, um auch die Arbeit Schießen für den Frieden genauer anzuschauen, melde dich gerne bei mir und ich schicke dir die nötigen Informationen und dann auch gern den Katalog zu. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst, dass du dich auf das heutige Thema, was ja auch eine gewisse Schwere hat, eingelassen hast und mit mir auch am Ende in die Veränderung gegangen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge, wenn du wieder mit dabei bist.